Hey Leute, es ist gerade Mittwoch, 6:43 Uhr. Das bedeutet, in weniger als in 18 Stunden ist Vatertag. Ihr müsst wissen, ich habe dieses Video einen Tag vorher aufgenommen. Und was ich meinem Vater zum Vatertag schenke, das zeige ich euch jetzt. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein großer Fanta-Fan. Und dembezüglich bekommt mein Vater ein ganz besonderes Fanta-Geschenk, was ich euch jetzt zeigen werde. So. Jetzt passt auf. Hier drauf steht Folgendes. Ich habe mit einem schwarzen Marker Folgendes geschrieben. Schönen Vatertag. Und ich habe ihn extra eine Fanta ausgesucht, damit er weiß, ich bin ihm wichtiger als Fanta. Und damit repräsentiere ich, dass es Wichtigeres gibt als Getränke. Denn Fanta ist zwar schön, aber mein Vater hat mir das Leben geschenkt und das ist nun mal wichtiger als Fanta. Denn ich kann keine Fanta trinken, wenn ich nicht lebe. Aber das ist nicht das einzige Geschenk. Dazu kriegt ihr noch Folgendes. Hier, das kriegt ihr noch dazu, diesen wunderschönen Hund. Ja, und so soll das am Ende aussehen. Ich stelle Ihnen das Geschenk dann ganz früh morgens vor die Tür und dann wird es sehen und dann wird es sich darüber freuen. So, und meine folgende Botschaft ist folgendes: Wenn ihr jetzt selbst einen Vater habt, sei es er sei euer richtiger Vater oder euer Adoptivvater, ist mir egal, dann zeigt ihm dieses Video und ja, schenkt ihm auch was Schönes. Ich weiß nicht, was eure Väter mögen, aber mein Geschenk ist schon gut. Er mag zwar keine Fanta, aber der Zweck heiligt die Mitte. Denn wie gesagt, das ist symbolisch gemeint. Damit zeige ich Ihnen, dass er mir wichtiger ist als das schönste Getränk, was es überhaupt auf der Welt gibt. Ach ja, und den Hund habe ich Ihnen auch Spaß geschenkt, weil wir nennen ihn manchmal Hund, mein Vater. Das ist zwar nicht nett, aber wir schmunzeln immer dagegen und naja. Er lacht meistens mit und ja, im Großen und Ganzen ist das ein super Vatertagsgeschenk. Alles klar, meine Zuschauer, dann schenkt eurem Vater was Schönes zum Vatertag und ja, nicht zu wild feiern, okay? Gut. Danke fürs Zusehen und liked das Video weiter.